Ja, meine Damen und Herren, zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute etwas aus dem Elfenbeinturm in Anführungszeichen der Wissenschaft erzählen darf. Ich möchte Ihnen, möchte Sie eigentlich auf den aktuellsten Stand der Klimadaten bringen. Ich denke, in diesem Publikum hier ist jede Menge Vorwissen auch über den Klimawandel vorhanden. Aber ich bin mal gespannt, ob Sie das alles schon kennen, was ich Ihnen zeigen werde. Ich vermute mal eher nicht. Und ich beginne einfach mal mit einer Sache, die Ihnen natürlich bekannt ist, nämlich dass die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre ansteigt. Es gibt einen gewissen Jahresgang hier, das sehen Sie an diesem Auf und Ab. Das hängt mit dem Ein- und Ausatmen der Biosphäre, vor allem der Wälder in der Nordhemisphäre zusammen. Aber es gibt eben diesen Langzeittrend zum Anstieg der CO2-Menge in unserer Atmosphäre, die heute etwa 40% höher liegt, als sie seit mindestens 1 Million Jahre gewesen ist. Dieser Anstieg ist 100% vom Menschen verursacht, das ist schon seit den 60er Jahren bekannt, kann man durch Isotopenmessungen nachweisen, dass der zusätzliche Kohlenstoff aus fossilen Quellen kommt und in die Atmosphäre gelangt ist. Übrigens steigt die CO2-Menge nicht nur in der Atmosphäre, sondern auch im Ozean an. Hier ist eine Zahl noch hervorgehoben, 2 Watt pro Quadratmeter, das bezieht sich auf den Quadratmeter Erdoberfläche. Das ist die Heizwirkung des zusätzlichen CO2 in der Luft und das ist, wo die Wärmeenergie herkommt, die die globale Erwärmung antreibt. Wenn es wärmer wird, muss die Wärme ja irgendwo herkommen und das ist einfach der erste Hauptsatz der Thermodynamik. Und wir verstehen die Strahlungsbilanz unseres Planeten so gut, dass wir sehr genau wissen, woher diese Wärme kommt, nämlich praktisch ausschließlich durch die vom Menschen zusätzlich in die Atmosphäre hineingegebenen Treibhausgase. Das ist nicht nur das CO2, aber das CO2 ist hier das Wichtigste. Wenn wir uns die Temperaturveränderung anschauen über die letzten 20.000 Jahre, das ist jetzt die Frucht von Jahrzehnten paläoklimatischer Forschung aus Sedimentbohrkernen, Eisbohrkernen und so weiter, die jetzt in den letzten Jahren zu globalen Zusammenstellungen dieser Daten geführt hat. Und da können wir jetzt sehen, wie die Temperaturentwicklung war. Wir haben also vom Höhepunkt der letzten Eiszeit vor 20.000 Jahren bis ins Holozän hinein eine Erwärmung von etwa 4 Grad erlebt. Seit dem mittleren Holozän in den letzten 5.000 Jahren befinden wir uns in einem allmählichen Abkühlungstrend. Diese Dinge, die Eiszeiten und diese langfristige Entwicklung wird durch die Erdbahnzyklen, die sogenannten Milankovitch-Zyklen, verursacht. Auch das ist seit Jahrzehnten bekannt, war zu meiner Schulzeit auch Gymnasialstoff im Geografieunterricht, also Ursache der Eiszeiten, sollte eigentlich jeder kennen heutzutage. Sie sehen hier am Ende, dass wir diesen natürlichen Abkühlungstrend, in dem wir uns seit 5000 Jahren befunden haben, innerhalb von 100 Jahren wettgemacht haben. Wir sind inzwischen auf demselben Niveau wie im mittleren Holozän. Deswegen kommt ja zum Beispiel, kam der Eismann Ötzi aus dem Eis, weil die Gletscher inzwischen wieder so weit zurückgegangen sind, wie sie vor 5000 Jahren waren, als Ötzi eingeschneit und unter dem Eis begraben worden ist. Wenn wir so weitermachen, selbst bei einem mittleren Erwärmungsszenario, werden wir 2100 eine Temperatur haben, die uns weit aus dem Erfahrungsbereich des Holozän hinaus katapultiert hat und damit aus dem Erfahrungsbereich der gesamten menschlichen Zivilisationsgeschichte. Zoomen wir uns mal in die aktuellen Daten rein. Ab 1880 sehen Sie sehr deutlich diesen ständigen Temperaturanstieg, der besonders seit den 70er Jahren konstant nach oben zeigt. Wir haben inzwischen etwa 1 Grad globale Erwärmung hinter uns seit dem späten 19. Jahrhundert. Das ist wichtig zu wissen, wenn wir über die 1,5 bis 2 Grad reden, die in Paris beschlossen wurden. 1 Grad davon haben wir bereits hinter uns. Sie sehen, dass hier natürlich auch natürliche kurzfristige Schwankungen dem Trend überlagert sind, aber das, was klimatisch zählt, ist natürlich die Langzeitentwicklung über die letzten Jahrzehnte und die zeigt einfach stetig nach oben und es ist auch sicher, dass die Hauptursache dafür der Mensch ist. Die beste Abschätzung für den menschlichen Anteil an dieser Erwärmung seit 1950 ist laut dem Bericht des Weltklimarats 105%. Das heißt, wir haben sogar mehr Erwärmung verursacht, als wir hier sehen. Das liegt daran,
dass ein kleiner Teil der Erwärmung durch die abnehmende Sonnenaktivität kompensiert worden ist, die eine leichte natürliche Abkühlungstendenz verursacht. Das ist alles Konsens. Es gibt einen Konsens in der Klimaforschung von mindestens 97%, je nach Studie bis 99,5% der Klimaforscher sind sich über die wesentlichen Dinge wie die Erwärmung und die menschliche Verursachung der Erwärmung völlig einig. Wenn Sie die Medien verfolgen, wissen Sie das wahrscheinlich nicht. Die meisten Menschen nach Umfragen wissen gar nicht, dass es einen seit vielen Jahren überwältigenden Konsens in der Klimaforschung gibt, weil natürlich es massive Lobbyaktivitäten von betroffenen Wirtschaftszweigen gibt, insbesondere der fossilen Brennstoffindustrie und eben leider auch eine Medienlandschaft, die immer wieder wissenschaftlich unseriöse Außenseiterthesen aufs Podest hebt, sodass der normale Medienkonsument relativ verwirrt sein kann über die Fakten zur globalen Erwärmung. Ich erinnere mal hier so ein typisches Beispiel, was man in den Medien lesen konnte. Klimaerwärmung seit 12 Jahren zum Stillstand gekommen. Das sind dieselben Dinge, die Sie im AfD-Programm finden oder bei Donald Trump und seiner Entourage. Hat mit den Fakten, mit den Beobachtungsdaten nichts zu tun. Und Fritz Farnhold, den Sie sicher kennen, früherer Manager von RWE, der größten CO2-Schleuder Europas, hat auch sehr stark diese These gepusht, dass die Sonnenaktivität die globale Erwärmung verursacht. Da hat man ein kleines Problem, weil, wie gesagt, die Sonnenaktivität abgenommen hat seit 1950. Wie soll sie dann die globale Erwärmung verursacht haben? Die Antwort darauf ist, dass Herr Farnhold sagt, ja, die Abkühlung kommt jetzt, die durch diese schwache Sonne verursacht wird. Er hat ja dieses schöne Buch geschrieben, Die kalte Sonne. Das ist deswegen sehr schön, erstens wegen des Titels. Die kalte Sonne, das ist ein gutes Stichwort, das erinnert alle Menschen daran, die Sonnenaktivität hat abgenommen, die ist besonders schwach und kann damit die globale Erwärmung sicherlich nicht erklären. Das zweite Schöne ist, dass er eine Prognose in dem Buch veröffentlicht hat, die Sie hier sehen, die so falsch war, dass sie schon nach wenigen Jahren nach Erscheinen des Buches durch die Realität völlig falsifiziert worden ist. Das muss man erstmal schaffen, im Klimabereich eine solche Prognose zu machen. Ich komme wieder zur ernsthaften Wissenschaft zurück. Wenn Sie mal sich den Temperaturtrend anschauen seit Beginn des 20. Jahrhunderts auf einer Weltkarte, dann sehen Sie, die globale Erwärmung heißt erstmal zu Recht globale Erwärmung, weil es sich das Klima praktisch überall erwärmt hat. Es gibt aber eine sehr markante Ausnahme, das ist der subpolare Nordatlantik hier. Der hat sich nämlich abgekühlt. Im Jahr 2015 wurden dort sogar die kältesten Temperaturen gemessen seit Beginn der Aufzeichnungen 1880, während der Rest des Globus das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt hat. Das sagt uns was, nämlich wenn man weiß, dass es genau die Region, in die das Golfstromsystem die Wärme transportiert und die sich in allen Klimamodellen abkühlt, wenn man das Golfstromsystem abschwächt. Das hier ist ein Fingerabdruck eines bereits nachlassenden Golfstromsystems, eine der Folgen der globalen Erwärmung, vor der seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gewarnt worden ist. Das scheint bereits jetzt zu passieren. Andere Beobachtung, wenn Sie auf die Eisbedeckung in der Arktis schauen hier, das Meereis auf dem arktischen Ozean, was Sie hier sehen, dann sah das in den 70er Jahren so aus. Und im Jahr 2012 sah das so aus, das war das bisherige Rekordminimum, da gibt es auch Schwankungen von Jahr zu Jahr, wir haben im vergangenen Jahr knapp dieses Rekordminimum verfehlt, aber der Trend beim Meereis zeigt gnadenlos nach unten und die meisten hier im Raum werden sicher auch noch diese Situation erleben, nämlich einen im Sommer praktisch eisfreien arktischen Ozean. Sie sehen hier gleich, wie das anlaufen wird. Das ist ein Zeitrafferfilm von einem isländischen Gletscher über 8 Jahre aus dem Film Chasing Ice, eine Dokumentation, die auch bei uns in den Kinos gelaufen ist, die sehr empfehlenswert ist, sollten Sie sich vielleicht mal runterladen und zu Hause anschauen. Das ist sehr erschreckend, das ist auch ein ganz typisches Beispiel, wie rasch in einem kurzen Zeitraum ein solcher Gletscher in sich zusammensacken und sich zurückziehen kann.
Dieser Film ist von James Bellock gemacht worden, einem National Geographic-Fotografen, der an vielen Stellen in der Arktis, in Island, Grönland, Alaska, solche festen Kameras montiert hat, die dann in regelmäßigen Abständen diese Fotos gemacht haben. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken wollen, dann brauchen wir Klimamodelle. Wie das in einem solchen Modell aussieht, zeigt diese Animation der NASA. In dem Fall ist das ein Modell, wo auch zum Beispiel hier der Sahara-Staub mit simuliert wird, also die Spurenstoffe, die sich in der Atmosphäre mitbewegen. Das ist ein Modell, das basiert eben auf den Grundgleichungen der Hydrodynamik und der Thermodynamik. Und wenn Sie die im Computer lösen, dann ergibt sich eine atmosphärische Zirkulation, eine Ozeanzirkulation und so weiter, so wie wir das eben auch aus den Messdaten kennen. Und mit solchen Modellen können wir die Vergangenheit gut reproduzieren und wir können damit eben auch in die Zukunft schauen. Sie sehen hier übrigens in dem Modell ab und zu auch so einen tropischen Wirbelsturm. Jetzt sehen Sie da gerade einen, das sind diese helle Punkte oder es sind sogar hier 3, 4, die gerade da im Pazifik herumwirbeln. All diese Phänomene, die wir aus der Natur kennen, ergeben sich eben aus den Gleichungen der Physik und damit auch, wenn Sie im Computer diese Gleichungen lösen. Wenn man in die Zukunft schaut mit solchen Klimamodellen, dann hängt das Ergebnis der künftigen Temperaturentwicklung von unseren Emissionen ab. Das ist ganz klar, weil wir bei weitem der dominante Faktor schon heute sind, schon im 20. Jahrhundert gewesen sind. Das wird erst recht im 21. Jahrhundert der Fall sein. Man kann da zahllose unterschiedliche Szenarien durchrechnen und das ist auch gemacht worden natürlich. Ich zeige jetzt hier nur zwei. Das ist praktisch so, sind die Extreme. Das rote Szenario würde stetig weiter wachsende Emissionen bedeuten und die Temperaturreaktion sehen Sie in dem großen Bild hier. Das blaue Szenario wäre ein Klimaschutzszenario, mit dem wir unterhalb der 2-Grad-Grenze bleiben. Das rote Szenario führt auf lange Sicht, also bis Ende erstmal von diesem Jahrhundert, auf etwa 4 Grad Erwärmung, aber danach dann 7, 8 Grad Erwärmung. Das ist eine komplett veränderte Erde, die ich auf keinen Fall erleben möchte und auch nicht meinen Kindern und Enkeln anheimgeben. Die fossilen CO2-Emissionen, die zu diesen beiden Temperaturszenarien gehören, die sehen Sie in dem kleinen Kasten und Sie sehen, wenn wir den blauen Pfad beschreiten wollen, der uns unterhalb der 2-Grad-Grenze hält, dann müssen die Emissionen sehr rasch steil nach unten sinken und da komme ich am Schluss meines Vortrages nochmal detaillierter darauf zurück, wie rasch wir die Emissionen tatsächlich senken müssen, um die Ziele des Pariser Abkommens auch tatsächlich umzusetzen. Das war jetzt aber nur die globale Mitteltemperatur. Es gibt natürlich eine regionale Verteilung dieser Temperaturänderungen und das sehen Sie in dieser Modellsimulation, die schon ein wenig älter ist. Die stammt übrigens aus dem Jahr 2002, also ist quasi fast schon ein Fossil, was Klimasimulationen angeht, aber es ist nach wie vor, hat sich grundlegend eigentlich nichts geändert an den Resultaten dieser Klimamodelle. Sie sehen hier die Jahreszahl laufen und Sie sehen erstmal natürliche Schwankungen. Es wird mal etwas wärmer, mal etwas kälter. Sie sehen inzwischen hier, dass die Arktis sich weit überproportional erwärmt in dieser Simulation. Das passiert auch tatsächlich. Das zeigen die Beobachtungen genauso. Das ist auch wieder einfache Physik dahinter. Wenn die Eisdecke und die Schneedecke schwindet, wird weniger Sonnenwärme zurückgespiegelt ins Weltall und dadurch erwärmen sich eben die Regionen, wo früher Eis und Schnee war, noch deutlich stärker als andere Weltgegenden. Das gilt auch für den Himalaya-Raum, wie Sie hier in dieser Simulation sehen. Was man auch sehr deutlich sieht, ist, die Kontinente erwärmen sich stärker als die Gebiete über dem Meer. Das hat auch ganz simple physikalische Ursachen, das ist auch bei allen früheren natürlichen Klimaänderungen wie den Eiszeiten zum Beispiel der Fall. Und das bedeutet aber, dass wenn wir von einem Szenario reden mit 4 Grad globaler Durchschnittserwärmung, das ist hier der Fall, dass über den meisten Landgebieten reden wir von 6 oder mehr Grad Erwärmung. Das wird oft vergessen, 2 Drittel unseres Planeten sind Ozean und der bleibt einfach etwas kühler. Und wir wollen aber ja, wir leben an Land und wollen dort unsere Nahrung anbauen und so weiter, sodass eigentlich die Erwärmung über den Landgebieten natürlich das ist, was uns vordringlich interessiert.
Das sind jetzt immer noch Jahresmitteltemperaturen. Das ist natürlich auch nicht unbedingt das Allerwichtigste, sondern was wir viel früher jedenfalls spüren, sind die Extreme. Und die nehmen zu durch die globale Erwärmung. Das hat zum Beispiel die Weltmeteorologische Organisation vor einigen Jahren festgestellt in diesem Report aus dem Jahr 2011. Die WMO ist ja die Organisation, die die weltweiten Wetterdaten sammelt und zusammenstellt und auswertet. Und sie hat eben festgestellt, dass das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts war nicht nur das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen, sondern auch durch zahlreiche Wetter- und Klimaextreme gekennzeichnet von zum Teil nie dagewesener Stärke. Und auch der Deutsche Wetterdienst übrigens hat auch schon vor etlichen Jahren ganz klar gesagt, Extremwetterereignisse wie Starkniederschläge und Hitzeperioden haben messbar zugenommen. Das ist einfach Fakt. Und auch wir haben da einen Übersichtsartikel dazu publiziert, ich und ein Kollege. Und da gehen wir auch näher auf die Verbindungen der einzelnen Typen von Wetterextremen mit der globalen Erwärmung ein. Ein Beispiel: Hitzewellen. Das hier sind Bilder aus dem Jahr 2010. Das war der wärmste Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen in Europa, insbesondere in Osteuropa. In unseren Fernsehnachrichten als russische Hitzewelle oder Moskauer Hitzewelle bekannt. Sie sehen hier diese riesigen Rauchfahnen über Russland auf der Satellitenaufnahme. Das Foto ist ein Flughafen in der Nähe von Moskau. Und wenn wir uns die europäischen Sommertemperaturen seit dem Jahr 1500 einmal anschauen, dann sehen Sie die Daten hier. Die kalten Sommer sind nach links und die warmen nach rechts aufgetragen, also dass die horizontale Achse ist eine Temperaturachse. Die einzelnen Jahre sind so durch einzelne Strichlein gekennzeichnet. 1902 war der kälteste Sommer in Europa. Und wenn man einfach die Häufigkeit dieser Temperaturen als Histogramm aufzeigt, dann kriegt man diese graue Treppenfunktion da. Da können Sie eine schöne gaußsche Glockenkurve anfitten. Das ist das, was man als durch Zufall erwartet, eine gaußsche Normalverteilung. Das wäre diese schwarze, dicke Linie. Aber wenn Sie sich mal anschauen, was am rechten Rand des Bildes passiert, die heißesten Sommer in Europa seit dem Jahr 1500 waren nämlich 2010, 2003, 2002, 2006 und 2007. Da brauchen Sie jetzt kein Statistikfachmann zu sein, um zu erkennen, dass das mit der Normalverteilung nichts mehr zu tun hat und mit Zufall, sondern dass das ein systematischer Effekt der globalen Erwärmung ist. Und 2010 hatte ich erwähnt, russische Hitzewelle, weiß man nicht so genau, aber wurde abgeschätzt, einige tausend Tote, Hitzetote allein in Moskau. Wir wissen es genauer für den sogenannten Jahrhundertsommer 2003 mit Schwerpunkt Frankreich, Schweiz, Süddeutschland. Der hat europaweit etwa 70.000 zusätzliche Hitzetote gefordert und die Sterblichkeit war in allen Altersgruppen ab 45 Jahre statistisch signifikant erhöht. Also es trifft nicht nur die älteren Menschen. Wenn Sie anschauen jetzt, das ist eine Auswertung, die in meiner Abteilung gemacht worden ist, von den weltweiten Klimadaten, welcher Prozentsatz der Landfläche zu einem gegebenen Zeitpunkt unter ungewöhnlich hohen Temperaturen leidet, dann ergibt sich diese Entwicklung mit der Zeit. So 50er bis 80er Jahre ist das einfach im normalen Bereich, den man durch Zufall erwartet. Temperaturen, die 3 Standardabweichungen über dem Mittelwert liegen, das ist das dunkelrote, kam damals praktisch nie vor. Inzwischen kommen die ständig auf einigen Prozent der Landoberfläche vor. Und 2 Standardabweichungen über Mittelwert, das ist schon eine Hitzewelle, die früher selten war. Heute ständig 10, 15, manchmal 20% der Landfläche von solchen extremen Hitze betroffen. Bei einer einzelnen Hitzewelle rufen natürlich immer die Journalisten an und fragen, ja, ist das jetzt die globale Erwärmung? Das können Sie natürlich bei einer einzelnen Hitzewelle nie sagen, ob gerade die jetzt durch Zufall oder durch die Klimaerwärmung zustande gekommen ist. Aber wenn Sie sich einfach mal die Gesamtheit der Daten anschauen, dann sieht man auf den ersten Blick, dass das natürlich kein Zufall ist, sondern dass eine ganz systematische Entwicklung dahinter liegt. Und monatliche Hitzerekorde kommen heute 5-mal so oft vor, als man das in einem unveränderlichen Klima erwarten würde. Also die meisten Hitzerekorde sind heute auf die globale Erwärmung zurückzuführen.
Zur Hitze kommt auch die Dürre. Hier sehen Sie die Entwicklung der Niederschläge im Mittelmeerraum, die überall, wo das hier orange-rot ist, stark abgenommen haben in den letzten Jahrzehnten. Das ist auch eine Sache, die von Klimamodellen seit langem robust vorhergesagt worden ist, dass das eine Reaktion auf erhöhtes CO2 ist. Und Sie sehen hier auch, dass gerade Syrien von dieser Austrocknung sehr stark betroffen ist. Und in der Tat ist es so, dass die Proteste und Unruhen in Syrien 2011 begannen nach der schlimmsten Dürre in der syrischen Geschichte. Es gibt Daten aus Sedimenten im östlichen Mittelmeerraum, die zeigen, dass das sogar die schlimmste Dürre seit 900 Jahren in Syrien gewesen ist, in dieser Region. Und es gibt etliche seriöse Studien, die hier einen Zusammenhang sehen. Zunächst mal mit den Binnenflüchtlingen innerhalb Syriens, die nämlich aus den ländlichen Gebieten in die Vorstädte gewandert sind, weil einfach ihr Vieh verdurstet ist und verhungert ist und die Ernten ausgefallen sind, mit dann der Zusammenhang mit der Unzufriedenheit im Land, mit der Regierung, die stark angewachsen ist. Niemand behauptet jetzt, dass Klima alleine der Auslöser von einer kriegerischen Auseinandersetzung oder Bürgerkrieg ist, aber dass gerade in relativ politisch instabilen Staaten kann das ein Auslöser sein, wenn es zu einer Naturkatastrophe, in Anführungszeichen Natur, mit Ernteausfällen und so weiter kommt, kann das natürlich ein Auslöser sein, dass Konflikte ausbrechen. Neue Studie aufgrund auch wieder von paläoklimatischen Daten für die letzten Jahrtausende, für die letzten 10.000 Jahre, zeigt, dass wenn wir so weitermachen, der Mittelmeerraum weiter austrocknet und große Teile Spaniens und Portugals zur Wüste werden, weil sich die dort heute vorhandene Vegetation in dieser Trockenheit einfach nicht mehr halten kann. Die Kehrseite von zu wenig Wasser ist zu viel Wasser, und auch da beobachten wir das, was man als Physiker erwartet, nämlich eine Zunahme von Extremniederschlägen mit steigender Temperatur. Es liegt einfach auch daran, dass wärmere Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann, der sich dann bei entsprechenden Bedingungen abregnet. Und tatsächlich, hier ist eine auch in meiner Abteilung gemachte Auswertung der globalen Niederschlagsdaten, sehen wir, dass die Anzahl von Rekordwerten in den Tagessummen des Niederschlags seit etwa 1990 statistisch signifikant aus dem blauen Bereich, der noch durch Zufall erklärbar wäre, herausgelaufen ist, und wir heute erheblich mehr Rekordniederschläge haben als in einem unveränderlichen Klima. Und das führt eben dann zu solchen Dingen, wie wir in Braunsbach vor etwa einem Jahr erlebt haben. Es ist immer wieder erstaunlich, dass anzuschauen, wie ein Gewitterregen von einigen Stunden Dauer hier komplett einen historischen Stadtkern in einen reißenden Fluss verwandeln kann. Eine weitere Folge der Erwärmung, einfache Physik, ist Meeresspiegelanstieg. Warmes Wasser dehnt sich aus, das gilt für die Meere. Die Erwärmung führt außerdem zur Eisschmelze von Landeis auf die Gebirgsgletscher auf Grönland, auf der Antarktis. Der Meeresspiegel ist bereits etwa 20 Zentimeter angestiegen. Auch das führt schon zu verstärkten Sturmflutgefahren. Und er wird je nach Emissionsszenario auch weiter ansteigen, bis zu einem Meter bis Ende des Jahrhunderts. Aber was auch sehr wichtig ist, das geht noch viele Jahrhunderte so weiter. Denn der Meeresspiegel reagiert mit sehr großer Trägheit auf die Erwärmung. Und deswegen liegen diese beiden Kurven hier auch so nah beieinander. Sie haben vorhin die dazugehörigen Temperaturen gesehen, die lagen komplett auseinander. Die blaue Kurve ist das unter 2-Grad-Szenario. Der Meeresspiegel steigt jahrhundertelang gnadenlos weiter, auch wenn wir unter 2 Grad bleiben. Das Beste, was wir erreichen können mit der Begrenzung auf 2 Grad, ist, dass die Anstiegsgeschwindigkeit nicht weiter zunimmt, sondern, wie Sie hier an der blauen Kurve sehen, annähernd konstant weitergeht. Und als letzte Folge der Erwärmung möchte ich noch die sehr schlechten Nachrichten über die Korallenriffe der Erde erwähnen. Gerade vor einigen Tagen in der Fachzeitschrift Nature erschienen eine Auswertung über die drei großen Korallenbleichen am Great Barrier Reef 1998, 2002 und 2016. Und die oberen Bilder zeigen jeweils
dort in Orangerot, wo die größte Bleiche aufgetreten ist, und die unteren Bilder, wo die wärmsten Temperaturen, also der größte Hitzestress war. Und diese Studie folgert, es liegt eindeutig an der Temperatur. Ob da das Wasser verschmutzt oder sauber ist, ob da ein Naturschutzgebiet mit komplettem Fischverbot ist oder nicht, spielt alles keine Rolle. Wenn es zu warm wird, sterben die Korallen einfach ab. Und deswegen ist die Folgerung hier aus dieser Studie, dass man sofortige globale Aktionen braucht, um die weitere globale Erwärmung zu begrenzen, wenn man überhaupt einen kleinen Teil der Korallenriffe der Erde noch retten möchte. Und ja, diese Fotos belegen einfach, wie das aussieht, wie diese Korallen in relativ kurzer Zeit absterben und dann überwuchert werden von Algen, und dann können sie auch nicht wieder besiedelt werden. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch auf die Frage kommen, was machen wir jetzt mit dem Patienten Erde und wie viel Zeit haben wir eigentlich noch, wie schnell müssen wir die Emissionen senken? Das Pariser Abkommen ist ja ein ganz wichtiger Fortschritt. Es ist sehr bemerkenswert, dass 195 Staaten der Erde sich im Grunde darauf geeinigt haben, das fossile Zeitalter zu beenden. Und zwar sogar Staaten wie Saudi-Arabien, die erstmal natürlich nicht glücklich über sowas sind. Das zeigt einfach, wie weit der Konsens in der Wissenschaft inzwischen auch einen Konsens in der Politik erreicht hat, wenn man mal jetzt gerade die aktuelle US-Regierung ausnimmt. Was wir hier sehen, ist in diesem orangenen Bereich, wo wir 2030 landen, wenn die Staaten das einhalten, was sie in Paris versprochen haben. Der blaue Bereich ist aber das, wo wir hin müssen. Das heißt, wir haben eigentlich von diesem roten Szenario von ungebremsten weiteren Emissionen durch die Versprechungen von Paris erst etwa die Hälfte der nötigen Reduktion erreicht. Es muss also noch massiv nachgebessert werden, denn wir müssen auf dem blauen Pfad sein, wenn wir tatsächlich deutlich unter 2 Grad landen wollen. Und das ergibt sich einfach aus der Tatsache, dass CO2 sich in der Atmosphäre über lange Zeit ansammelt, und dadurch kommt es nur auf die kumulativen Emissionen an, also die Gesamtmenge, die emittiert worden ist. Ob ich die heute emittiere oder in 20 Jahren, ist mehr oder weniger egal. Wir haben also einen verbleibenden CO2-Kuchen, ein verbleibendes Budget, und das ist hier abgeschätzt aus hunderten Modellszenarienrechnungen, die in der Datenbasis des Weltklimarats IPCC drin sind. Das sind diese ganzen verschiedenen Punkte hier, und man kann da eine Kurve reinfitten. Diese Punkte streuen übrigens etwas, vor allem, weil hier jetzt nur die CO2-Emissionen gezeigt sind, und sie streuen je nachdem, was sie über die anderen Gase wie Methan oder Stickoxid für Annahmen gemacht haben. Sie können hier diese beiden blauen und roten Kurven fitten. Die blaue ist für Begrenzung auf 1,5 Grad und die rote für Begrenzung auf 2 Grad. Und in der vertikalen sehen Sie, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie bei einer bestimmten Emissionsmenge drunter bleiben. Sie können hier also ablesen, wenn wir mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit unter 1,5 Grad bleiben wollen, können wir noch 500 Milliarden Tonnen CO2 emittieren, oder wenn wir mit 2/3 Wahrscheinlichkeit unter 2 Grad bleiben wollen, können wir noch etwa 1000 Milliarden Tonnen emittieren ab 2011. Da haben wir jetzt schon, müssen wir schon die letzten 5 Jahre abziehen. Und das sehen Sie hier, wenn wir jetzt mal in der Mitte zwischen diesen 500 und 1000 Milliarden Tonnen bleiben. Also nehmen wir mal an, wir wollen das Budget auf 750 Gigatonnen festlegen, um Paris zu erfüllen. Dann sehen Sie, wie Emissionspfade aussehen müssen, wenn Sie den Gipfel der Emissionen 2050 erreichen, 2020 oder 2025. Also wenn wir den erst 2025 erreichen, können wir es praktisch vergessen, weil das ist eine senkrechte Klippe, wo wir dann die Emissionen auf Null runterdrücken müssen. Das, glaube ich, kann man nur durch einen ökonomischen Kollaps erreichen. Das wollen wir alle nicht. 2015 ist eigentlich schon abgefahren. 2020 wäre noch ein einigermaßen realistisches Ziel, um die Emissionswende geschafft zu haben und in den Sinkflug überzugehen. Dann müssen wir aber global schon um 2040 bei Null Emissionen sein. Daran sehen Sie, dass zum Beispiel, wenn die Bundesregierung eine Energiestrategie hat, die bis 2050 eine Minderung um 80-95% annimmt, das reicht bei weitem nicht aus. Ist nicht kompatibel mit dem Pariser Abkommen. Das heißt, das Pariser Abkommen bedeutet auch für Deutschland, dass wir unsere Ziele verschärfen müssen, was die Emissionsminderung angeht, wenn wir dieses Abkommen, was wir unterschrieben haben, tatsächlich ernst nehmen.
geschweige denn natürlich, dass wir sie auch erfüllen müssen. Das ist ja im Moment auch noch steht in Frage, ob die selbst gesteckten Ziele überhaupt eingehalten werden. Aber nur die Einhaltung der vorhandenen Klimaziele wird nicht ausreichen, um das Pariser Abkommen zu erfüllen. Als allerletztes möchte ich noch ein klein wenig Optimismus verbreiten, denn es ist nicht hoffnungslos, wenn Sie sich die globalen Emissionszahlen ansehen. Die sind über viele Jahre immer gnadenlos weiter angestiegen, bis auf 2008 bei der Finanzkrise gab es mal einen kleinen Blip, aber in den letzten Jahren haben sie sich abgeflacht. Das ist ein gutes Zeichen, vielleicht naht jetzt wirklich die globale Wende und das ist auch höchste Zeit, denn wenn wir nochmal zu diesem Budget gehen, diese 500 Milliarden Tonnen, wir ziehen die letzten Jahre ab, die wir schon verbraucht haben. Wenn wir auf diesem Niveau weiter emittieren, können wir das nur noch 9 Jahre machen und dann ist alles aufgebraucht. Dann müssen wir schlagartig bei Null Emissionen bleiben. Und auch das 2-Grad-Budget wäre beim heutigen Emissionsniveau schon in 23 Jahren weg. Und das heißt, wir müssen drastisch schnell runter. Warum sieht es jetzt positiv aus? Das liegt vor allem an der Wende in China. Das ist die orangene Kurve. Die chinesischen Emissionen sind ja dramatisch angestiegen. Das ist auch der Hauptgrund, warum das Kyoto-Protokoll letztlich nichts genützt hat, obwohl die Industriestaaten ihre Verpflichtungen erfüllt haben. Die Schwellenländer sind halt dramatisch gewachsen. Aber China hat in den letzten Jahren die Wende hingelegt. Und das war jetzt nur bis einschließlich 2015. Sind gerade in den letzten, vor einigen Wochen die Nachrichten gekommen, auch 2016 sind die Emissionen in China weiter gefallen. Also hier scheint China auf jeden Fall zumindest die Emissionswende geschafft zu haben und ich denke, das macht uns doch Hoffnung auch in Zeiten von Trump. Was schließen wir jetzt daraus? Klimakrise ist real, ich glaube, das wird hier auch keiner bestreiten, ist vor allem aber auch sehr dringend und es ist auch keine Frage des Umweltschutzes. Hier geht es um den Erhalt der menschlichen Zivilisation. Das ist das, was auf dem Spiel steht, nicht irgendwie Umwelt- und Naturschutz. Und das ist eben kein Thema wie irgendwelche anderen Politikthemen. Die Ziele müssen eingehalten werden von Paris und dazu reichen die jetzigen Versprechungen nicht aus. Auch die deutschen Klimaschutzziele reichen nicht aus, weil wir weltweit spätestens 2050 die Nullemissionen erreicht haben müssen. Und wie es ansonsten aussieht mit der Zukunft, das können wir im Detail als Klimaforscher auch nicht vorhersagen. Deswegen möchte ich am Schluss noch eine Filmemacherin zu Wort kommen lassen mit einem ganz kurzen Filmclip, wie diese Zukunft sich vielleicht darstellen könnte. Die Verdichtung der Dämme in Indien würde Pakistans Trinkwasserkrise. Der Klimagipfel steckt fest. Millionen Chinesen flüchten. Kein Skifahren mehr in den Alpen. Ist das nun schon der Klimawandel oder ein natürlicher Klimazyklus? Die höchste je gemessene Temperatur. Weit über 100 Millionen Obdachlose sind in Bangladesch. Massenhaft Methan aus Sibirien. In Indonesien wurde heute der letzte Baum gefällt. Europa hat alle Grenzen geschlossen. Alle Parkplätze und Straßen werden für den London Anbau. London steht nach der 10 Meter Hochwasserwelle erneut unter Wasser. 22 Millionen Australier wissen nicht wohin. Neuseeland hat alle Grenzen geschlossen. Die Nordsee kocht. 800 Millionen Flüchtlinge aus Europa und dem Nahen Osten ziehen nach Norden. Weltweit sterben Arten aus, kollabierende Ökosysteme. Mehr als 2 Grad. Der Klimawandel ist nicht aufzuhalten. Es sind einfach zu viele Menschen für die letzten Anbauflächen Irlands. Die Selbstmordrate steigt mit 800% pro Jahr. Der Amazonas-Regenwald brennt weiter. Wer es nicht übers Herz bringt, seine Katzen und Hunde zu essen. Die 8. Welternährungskrise hat begonnen. Das Weltklima ist 4 Grad wärmer. Pakistan antwortet mit einem Nuklearschlag auf das Vorgehen von... Die Katastrophe ist nicht mehr aufzuhalten. Ist offiziell. Das letzte Jahr war das trockenste in der deutschen 18 Länder wurden. Ein Krieg biblischen Ausmaßes hat den Kontinent erfasst. Ja, arbeiten wir dafür, dass das Fantasie bleibt und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.